Polster sitzt bei Pflichtspielen zunächst auf der Bank. Er füllt diese Jokerrolle zwar nur widerwillig aus, aber wie zuletzt gegen Köln auch erfolgreich. Für den Österreicher im Sturm bei Gladbach, Ari von Lent. Und der hatte auch gleich eine Riesenmöglichkeit nach nur 6 Spielminuten. Da hatten die meisten der 8.000 mitgereisten Gladbacher Fans unter den insgesamt 16.000 Zuschauern den Torschrei schon über die Lippen gebracht. Reaktion Polster, Trainer, den hätte ich reingemacht. Der Anhang beider Teams sollte auch im weiteren Verlauf des Spiels ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen. Im ersten Abschnitt hauptsächlich die Rot-Weißen. Oberhausen, überlegen, aber nicht zwingend genug, wie hier Lars Toborg. Die Mannschaft von Alexander Ristić erst mit einem Saisonsieg aus 6 Spielen. Der dicke Hals, verständlich. Und den bekamen dann auch die rot-weißen Fans in der 29. Minute, als Schiedsrichter Detlef Scheppe diesem Treffer vom Bulgaren Chipev die Anerkennung verweigerte. Allerdings zu Recht, der Assi zeigt's an, Chipev hatte Van Lent am Trikot gehalten. Strömender Regen und das bis dato schwache Spiel seiner Elf vermiesten Meier die Laune im ersten Durchgang. Strahlender Sonnenschein, dann in der zweiten Hälfte und nach diesem Fehlpass von Angelo Vier heiterte sich dann auch das Gemüt des Borussentrainers wieder auf. Ari van Lent, 53. Minute, 0:1, der zweite Saisontreffer für den Niederländer. Kurz darauf allerdings musste er mit einer klaffenden Platzwunde am rechten Auge ausgewechselt werden. Und wer ersetzte den Stürmer? Natürlich Anton Polster. Alex ahnte schon Böses, doch heute traf der Joker nicht, das sei vorweggenommen. Ganz im Gegenteil, Gladbach nach der Führung zu defensiv, logische Folge, der verdiente Ausgleich 2 Minuten vor dem Ende. Auch für Lars Toborg war es der zweite Saisontreffer. Gedrückte Stimmung am Ende bei Gladbach, obwohl dieses Unentschieden den Aufwärtstrend unter seiner Führung nur geringfügig bremst. Die neue Borussia, sein Verdienst, auch wenn es keiner richtig zugibt. Ja, dazu möchte ich gar nichts sagen, weil das würde man mir wieder nur schlecht auslegen, wegen den Problemen, die ich mit dem vorherigen Trainer hatte. Und von daher ist es gescheiter, man redet nichts. Auch über den aktuellen Trainer zu reden, ist eigentlich Schwachsinn, weil redet man gut, dann ist man ein Grieche, redet man schlecht, dann wird man rausgeworfen. Das ist scheiter, nichts zu sagen.